Heute Morgen stellen wir euch den Gustav vor, und zwar diesmal in dunkelbraun Pangare. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit den Tigerschecken vorgestellt und hatten versprochen, wir zeigen auch nochmal den braunen. Hier ist er. Gustav ist wie gesagt das erste Pferd aus der Brigitte Ebert Edition 1:18. Hier haben wir vor, ein paar ihrer schon vorhandenen Modelle, vielleicht auch mal ein neueres Modell, das wird sich zeigen, zu schrumpfen und als Gummifiguren herauszubringen. Die Pferde gibt es oder gab es alle als Resinfiguren in 1:9, 1:10, je nachdem. Es gab ja Traditional, Small Traditional und so weiter. Wie gesagt, hier ist Gustav, er ist dunkelbraun, Pangare, man sieht das hier so ein bisschen, er hat auch so eine Deppelung am Bauch. Unterschiedlich ist es, wie stark die Deppelung ist, ist natürlich klar, die werden per Hand bemalt, da druckt man ein bisschen, einer vom Bemalen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger drauf, hat auch leicht hier so hellere Schattierungen an der Flanke und auch hier an der Seite, genauso im Gesicht, ums Maul herum auch so eine leichte graue Schattierung. Die Augen hier in dem Fall sind wirklich so, sie sind also nicht durch mein Ringlicht, sie sind wirklich mehrfarbig bemalt. Also das Pferd hat einen Augapfel, es hat eine Pupille und es hat ein bisschen Augenweiß. Das kann man doch sagen, ja, und es hat kein Augenweiß und bla bla bla, und Pferde gucken nur erschreckt. Ich finde es aber in dem Fall sehr gut, es schaut nicht erschreckt und es gibt dem Pferd noch ein bisschen mehr Lebendigkeit, weil bei so kleinen Tieren ist es ja natürlich doch schon ein bisschen was anderes. Hier sieht man am Maul noch, die Nüstern sind so ein bisschen geglossen, die Augen sind natürlich nicht nur mehrfarbig bemalt, sondern auch glänzend. Wie auch beim anderen Pferd, die Mähne natürlich detailreich ausgearbeitet. Hier sieht man auf der anderen Seite auch wieder die leichte Deppelung am Bauch und die leichte Schattierung. Das geht also auch weiter um das Pferd herum. Die Hufe sind dunkelgrau, glänzend. Das einzige Manko, wenn man das so sagen will, wie ich finde, ist, wenn man es hier sieht, das ist der Angusspunkt, ließ sich leider so nicht vermeiden. Ist halt leider so, wir haben auch alle anderen Pferde, aber da das Pferd hier komplett glatt ist und keinerlei Fellstruktur hat, sieht man das natürlich. Hätten andere Pferde, die eine Fellstruktur hat, sieht man die Angusspunkte weniger. Das ist auch ein bisschen so an den Beinen, ein bisschen Langhaar. Gustav hat keine wirkliche Rasse, er stellt einen Kaltbluthengst dar oder einen Kaltblutmix, wie auch immer man das möchte. Man kann ihn auf alle möglichen Rassen setzen. Hier auch gerade in diesem Braun, da kann man schon eine ganze Menge machen. Ja, es ging eigentlich mehr drum und dran, das noch ein bisschen die Farbe zu zeigen. Hier nochmal ein Porträt, wie er schön da reinschaut. Das kann man mal von oben machen. Aber ich denke, es ging ja hauptsächlich hier um die Farbe und so ein bisschen zu schauen. Wie gesagt, es ist natürlich ein bisschen schattiert, je nachdem, welches Pferd man gerade erwischt. Mal ein bisschen mehr Deppelung, mal ein bisschen weniger, ein bisschen heller am Bauch, ein bisschen dunkler. Aber das macht natürlich auch den Reiz des Ganzen aus, wie bei allen anderen Pferden ebenfalls. So, und damit wie immer einen wunderschönen guten Morgen und Happy Collecting!